Ja, und schon wieder da. 20.000. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich weiß, hier müsste es jetzt irgendwann mal was Vernünftiges geben. Ach nee, Plate Mail und Ring haben wir ja schon gefunden. Jo, dann würde ich sagen. Channel Cloak. Gucken wir noch mal. Alles Standardsachen. Ach, ist gut, reicht hin. Nee, will ich nicht. You doubt the Vazans will attempt another invasion, especially with Vala on their heels. So, jetzt kann aber auch der Letzte aufsteigen, ne? Okay. Super. Putting your ear to the wall, you hear Valas triumphant shouts and the Vazans retreating noisily. Ja gut, dann war's das. Dann gehen wir mal raus. Want to leave the cave? Yep. In our caves. Wunderbar, haben wir das auch erledigt. Da. Wunderbar. Ah, ich wollte dich doch gar nicht. Nein. Nein, ich will hier hin. Over your healing, danke bräunig. Hier will ich hin. Yep. So, ein Camp, fix, rest. Achso, muss ja noch aufsteigen. Ja, gut, dann. Steigen wir noch fix auf. Und dann haben wir, wenn ich hier das richtig überblicke, den nördlichen Mondsee soweit befriedet. Was wir machen konnten, haben wir gemacht. Da fehlt jetzt nur noch lalala. Da fehlt jetzt nur noch dieses Dragonhorn Gap. Und da werden wir dann auch gleich der richtigen Spielstory folgen können. Aber erstmal hier alle aufsteigen. Sehr schön. Sehr schön. So, was lernst du jetzt? Jetzt nehmen wir mal Meteor Swarm. Okay. Okay, und jetzt müssen wir, glaube ich, noch Sachen identifizieren. Guten Tag. Du verdienst dich dumm und dusselig an uns, du. Ja, kannst du. Cool. View Items. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. M plus 1. Ja, das hatte ich schon herausgefunden. Ring of Blinking, der macht, dass man quasi, wie soll man das beschreiben? Blinkt. Nachdem man seine Aktion in der Kampfrunde hatte, verschwindet man sozusagen aus dieser Bewusstseinsebene oder aus dieser Existenzebene und verschwindet sozusagen in den Äther oder wohin auch immer. Das heißt, man ist quasi physisch nicht mehr erreichbar für die Gegner, für die eigenen Leute allerdings auch nicht. Der ist manchmal ganz hilfreich. Bolts plus 3, Bolts plus 4, das ist alles. M plus 1. Das war ein plus 2, richtig. Exit, View Items. Yes. Okay, brauchen wir nicht. Plus 1, das war plus 4, richtig, richtig.
Schmeiße ich die dann doch weg. Was haben wir hier? Aha. Na toll. Ist der nicht mal magisch? Naja. Gucken wir gleich nochmal an. Darts plus 4. Aha. Ja, Protection plus 2 brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Das sind die ganzen Potion, die ich ja doch dann im Endeffekt wahrscheinlich eh nicht benutzen werde. Weg, damit wir ein bisschen Platz kriegen hier. Licht behalte ich mal noch. So, das wollte ich machen. Na gut. Jetzt das, die Kohle nicht vergessen. 30, 120, 2000. Und mit Martigen nimmt den Rest. 52, Gottes Willen, viel zu viel Kohle. Ja, aber die sind so stark, die stört das nicht. Being a pleasure, being, ja, das glaube ich auch. So. Dann würde ich sagen, speichern. Und ja, dann werde ich jetzt hier mal die Session beenden. Das Video ist etwas kürzer geworden, aber egal. Und in der nächsten Session dann mit der richtig großen Story sozusagen anfangen und das Dragonhorn Gap mal vollständig erkunden und hoffentlich dann auch zu unserer ersten Dimensionsreise antreten. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Dr. Pirk sagt Tschüss.